Die Bedingungen für ein gemeinsames Bündnis seien schwierig. Nach dem ersten Treffen äußerten sich die Beteiligten dennoch positiv. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir irgendwie aneinander vorbeigeredet haben, sondern es war schon ein sehr offenes Gespräch. Und insofern war es jetzt erstmal ein guter Auftakt. Wir sind uns alle einig gewesen, dass wir unter schwierigen Bedingungen sind. Für viele in meiner Partei, der CDU, ist eine Koalition mit den Grünen in einer solchen Konstellation nur sehr schwer oder gar nicht vorstellbar. Es gilt aber auch der Satz von Erwin Teufel: Erst das Land, dann die Partei und erst ganz zum Schluss kommt die Person. Und davon lassen wir uns auch leiten. Deshalb habe man die Gespräche ernsthaft miteinander geführt. Dabei seien alle wichtigen Themen der Landespolitik angesprochen worden. Es gebe Verbindendes, aber auch Trennendes. Da ist natürlich deutlich geworden, und das sollte, glaube ich, an dieser Stelle auch nicht beschönigt werden, dass es hohe Hürden gäbe, etwa mit Blick auf die Bildungspolitik, etwa mit Blick auf die Verkehrs- und Infrastrukturpolitik oder auch in Fragen der inneren Sicherheit. Eine grün geführte Koalition mit der CDU wäre einmalig in Deutschland. Es scheint zurzeit aber die einzige denkbare Lösung zu sein.